Ich sehe die Kontinuität der Unterdrückung freien Denkens, freier Geister, freien Handels und erzieherischen Einlenkens. Im vorgestanzte Form und Normen der Gesellschaft, Freiheit ist immer noch Luxus für den, der das meiste Geld hat. Und nach wie vor die primitive Mentalität des Stärkeren, der überlebt und über Leichen geht. Die Macht bewegt sich über Konten, die sich in Dreck um Menschen scheren. Wo gehobelt wird Feinspäne, was zählt, ist der Mehrwert. Deutschland ist ein Land begeistiger Tradition, vererbt schwarze Pädagogik jeder weiteren Generation. Und so frage ich alle Konservativen am Mögen, erhöhen Schläge auf den Hinterkopf wirklich das Denkvermögen? Oder bilden sie Kriecher ran, die den Mammon anbeten, die lernen nach oben zu schleimen und nach unten zu treten, die sich so unsicher fühlen, dass sie den Führern anschließen und aus Unterlegenheit auf Größen Warme zerbeben? Wo leben Politiker im geistigen Vakuum? Der Dialog zum Wähler ist eine Farce und hält ihn dumm. Eine Partei wie die nächste, welcher Bürger ist euch der Liebste? Die passive, feuchtsame Geistige schmeißt Fliegen in meinem Kopf. Räumzüge nach A, ich steh im BC und denke an das Grau mit Zyklon B. Vergangenheit passé, seh die faule Keimzelle. Ist nicht der Ungeist, der auf unterschwellig treibt, genau derselbe. Gestern wie heute geschieht es wieder in Köpfen. Sind nicht die Wurzeln die gleichen, die aus dem Dunkel Kraft schöpfen? Die Zeiten sind andere, doch wo neuer Hass entsteht, verschwindet der Glauben und Gehorsam an die Autorität. Ist nicht der Geist unserer Zeit, das perfekte Funktionieren bis zur Gefühllosigkeit und macht sich einfach nicht Sinnlehre breit. Verlierer sind nicht vorgesehen im Verwertungsdenken. Oder was passiert mit schwachen, kranken, alten, sterbenden Menschen? Von Randgruppen nicht zu sprechen, die Devise unserer Wohlstandsgesellschaft gipfelt in der Maxime. Und da durch Spaß sichtbar Erfolg haben zu müssen. Und wer raushält aus dem Raster, darf den Arsch der Gesellschaft küssen. Wir brüsten uns mit unserer Modernität, Erpassung bis zur Unkenntlichkeit gleich Flexibilität. Es geht nicht mehr darum, was man sagt, sondern wie lenkt man überreizte Sinne ab von der eigenen Apathie. Doch 10 Verpackungen mehr noch als der ganze Inhalt finden Lügen neue Gestalt und führen zu Gewalt. Wahrhaftigkeit kommt aus der Mode, was relevant ist, wird auch nur noch wahrgenommen, wenn es irgendwie interessant ist. In diesem Land ist man stolz, penibel zu sein und inkompetent, brennt ein Asylheim. Die Bestürzung rhetorisch, Reaktion kategorisch, Symptombekämpfung statt Ursache, Wirkungslogik. In meinem Kopf Räumzüge nach A, ich steh im BC und denke an das Grau mit Zyklon B. Vergangenheit passé, seh die faule Keimzelle. Ist nicht der Ungeist, der auf unterschwellig treibt, genau derselbe. Gestern wie heute geschieht es wieder in Köpfen. Sind nicht die Wurzeln die gleichen, die aus dem Dunkel Kraft schöpfen? Die Zeiten sind andere, doch wo neuer Hass entsteht, verschwindet der Glauben und Gehorsam an die Autorität. Unsere Werte, Ehrgeiz und Egomanie, unsere Vorbilder, tote Bürokratie. Nur noch dumme Fragen, wie Gewalt entsteht und eskaliert. Jede neue Generation ein bisschen mehr desorientiert. Papa spielt Krieg und Sieg. Auf Arbeit schlägt Konkurrenten und zu Hause kann er das Siegen und Schlagen nicht mehr beenden. Intellektuelle Arroganz blendet Unliebsames aus, kümmert sich mehr um sich selbst als um alles andere. Kreislauf, förmlich dreht sich alles nur ums eigene Bessergehen, besser verdienen, besser dastehen, Emanzipation erleben. Aber wem wundert's, Frauen werden immer noch behandelt wie im 18. Jahrhundert. Weil Papa glaubt, Erziehung heißt sich durchsetzen, wo es geht. Ist es Glaube an Gehorsam, der die Liebe im Kind erschlägt, das widerschlägt. Sobald gewachsen ist, was wachsen muss, doch wo das Lachen stirbt, wird der Ernst, da ist mit Faxenschluss. Wir machen uns das vor, wenn wir denken, wir machen's anders. Geschichte schnappt zurück wie ein gedehnter Expander. An der Schule wären wir schon auf Wettbewerb getrimmt. Später teilt sie unsere Klassen und Schichten auf, Bildung stinkt. Wie viel steckt davon im Hip-Hop drin? Wie viel in mir? Wie viel in dir? Und wie viel von dem Scheißspiel verkraften wir? Leistungserziehung macht krank, wo Dinge mehr wert sind als Menschen, herrscht mein Kampf. In meinem Kopf Räumzüge nach A, ich steh im BC und denke an das Grau mit Zyklon B. Vergangenheit passé, seh die faule Keimzelle. Ist nicht der Ungeist, der auf unterschwellig treibt, genau derselbe. Gestern wie heute geschieht es wieder in Köpfen. Sind nicht die Wurzeln die gleichen, die aus dem Dunkel Kraft schöpfen? Die Zeiten sind andere, doch wo neuer Hass entsteht, verschwindet der Glauben und Gehorsam an die Autorität. In meinem Kopf Räumzüge nach A, ich steh im BC und denke an das Grau mit Zyklon B. Vergangenheit passé, seh die faule Keimzelle. Ist nicht der Ungeist, der auf unterschwellig treibt, genau derselbe. Gestern wie heute geschieht es wieder in Köpfen. Sind nicht die Wurzeln die gleichen, die aus dem Dunkel Kraft schöpfen? Die Zeiten sind andere, doch wo neuer Hass entsteht, verschwindet der Glauben und Gehorsam an die Autorität.